Tschüss, meine Freunde, willkommen zurück zu State of Decay Lifeline. So. Das Ganze läuft hier trotzdem noch unter State of Decay, weil, ja, einfach weil darum. So, ready when you are. So komm, Kilo. Wir werden jetzt erstmal noch. Es ist ja gerade erst Gefahrenstufe 2. Wenn jetzt 3 herrschen würde, dann müssten wir uns schnell zurückbarrieren. So, muss sagen, das ist jetzt eine Spontanaufnahme wieder mal. Ich hätte mal Bock gerade dazu. Das ist, was nimmst du auf? Naja. Habe ich State of Decay genommen jetzt. Weil ich morgen noch was anderes vorhabe. Morgen ist Samstag. Da will ich einen kleinen Skyrim-Aufnahmemarathon machen. Joha! So, dann helfen wir jetzt mal dem Guten. So. Hier runter. Alter! Nicht so ausscheren, bitte. Hier ist der. Wo oder was sammelt der denn? Ah, dann ist er drüben. Wie kommt man denn da hin? Alter, dieses ganze Gestöhne von da hinten, ne? Der liegt doch nicht so auf dem Weg herum, Mann. Ach, da hinten. So. Dieses Gestöhne da hinten, ey. Das ist alles ernsthaft. So. Ja, du scheinst aber ziemlich verletzt zu sein, mein Kollege. Wer bist du denn überhaupt? Moment. Das bist du hier, ne? Jerry. Gebrochene Rippen, na wunderbar. Oh, shit. You're in contact with HQ? Any word on who's running this show? Doghouse is out of commission. But if you got SATCOMs, you can reach High Road out near the state capital. Our comms officer was lost with Greyhound 2. We haven't been able to locate his satellite gear. This operation isn't moving till we get intel from the outside. Setting up SATCOMs at our radio post is now priority one. Haben wir schon. Haben wir unseren Satellitenfunk da übernommen. Alter, Jerry, beeil dich, wir müssen gleich zurück. Es ist Threat Level 3. Schnauze. Ja, beweg dich. Wir müssen zurück. Das heißt, jedes Mal, wenn ein Hubschrauber kommt, dann kommen die Zombies. Naja. Wundert mich nicht, weil das ist ja ziemlich laut auch, ne? Wir müssen schnell zurück. Ah. Ich bin unterwegs. Weil ich so krass finde, dass hier alles so alte, die ganzen Zombies rumhängen, weißt du? Diese bereits getöteten Zombies. Schnauze. Ich komme. Unterwegs, unterwegs, unterwegs. Unterwegs. Thanks for the company. I'll make sure all this gets to the right place. Und ruh dich ein bisschen aus. Ich hole mir mal schnell ein paar Granaten und so. So. Can't carry that much. Okay. Da. Take it easy, buddy. Es geht los. Sie kommen. Shit, 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 shit. Siege! Halt die Umgebung. Wo? Da! Sehr gut. Also da, bei unserem Außenposten. Da hinten.
Boah. Das macht ihr gut. Weiter so. Shit, ey. Ah, diese Verteidigungswaffen sind echt gut. Yeah! Booyah! Hier, nimm mit. Gut. Sehr schön. Hey, folks, that's the second time the army has swept in and rescued one of our callers. Has something gone wrong with the chain of command? Because I know the army has officially pulled out of Danforth. I'll take whatever help we can get, but listeners, keep your eyes open. It doesn't take much for an army to turn into a mob. She's just a ray of sunshine, ain't she? Ah. Bisschen angepisst, die Gute. So, komm mit. Das Ding ist lila innen drin, das ich jetzt gerade erst. So. Haben wir irgendwelche Zusätze? Aber wir müssen die Dings mal wieder auffüllen, ne? Hier unsere Bomben. Mine platzieren. Und Mine platzieren. So, dann lass uns mal ein bisschen wieder aufräumen gehen. Diese Aufräumen ist gut. Materialien sammeln. Firewall, also weg. So, fahren wir doch mal nach. Ja, fahren wir noch mal ein bisschen weiter mal raus. Vielleicht finden wir dann ja etwas schickere Orte. Batsch. Jetzt mal übergefahren. Ne, ne, ich fahre jetzt einen Ort weiter. Also, ich habe mich noch mal ein bisschen schlauer gemacht. Und die Tunnel sind sowas wirklich wie Danger Zone. Man kommt auch nicht wirklich weit. Weil der ganze Tunnel dann verstopft ist durch Autos oder Autos und so. Deswegen sparen wir es uns, da rein zu fucking. So, hier oben fahre ich jetzt mal rüber. Runter. Wo Quatsch. Das ist ja da, wo wir hergekommen sind. Da fahren wir mal ja geradeaus. Bäh. Alter, dieses Gejaule da, ne? Stick to your comms, everybody. Let me know if you raise anyone who can tell us what we're doing here. I've got a buddy who's a cannon cocker. I know where they're deployed. The artillery unit? Are you in contact? Not in a while. But if we can get to those guns, maybe we can even the odds a bit. Do that. And don't get killed. Sehr gut. Ja, aber nicht jetzt. Bin ich ja erstmal hier. Ja, wir brauchen so einiges. Also im Grunde ist es eigentlich shitty goal. Wo? Wir brauchen auf jeden Fall alles an Sachen, die wir kriegen werden. Kilo, kümmere dich drum. Oh, wir kriegen gerade Besuch. Schnauze! Sachen sammeln geht weg. Hä?
Also von hier aus, okay. Sehr schön. Schnauze. So, noch mehr essen. Sehr schön. Ich höre hier draußen schon. Was ist das denn? So, dreimal essen. Okay, ich sehe schon, was das war. Hallo. Tschüss. Das ist ein Boomer. Nö. Knick das mal. Knick das mal sowas von. So, gehen wir doch mal hier hin. Ey, manche von denen sehen aber auch raus, ey. Taschenlampe. So. Zum Jorde, Mann, mal. Sehr schön. Gut, dass wir einen Außenposten haben. Hoffe ich doch mal. Moment. Ja, das ist noch aufgeladen. Okay, sehr gut. Oh, ich seh gerade, dass mein Schwert langsam kaputt geht. Sehr schön. Benzin. Nice one. Aber er hat anscheinend noch was vergessen, wie es aussieht. Ich habe anscheinend noch was vergessen. Kilo, hinter dir! Was? Wo kommt der denn her? Wie die voll durch die Wand backt, Alter. Ja, wie gut, dass meine Waffe gerade kaputt gegangen ist. Da ist noch immer noch was drin. Ne, ich will auch nicht. So. Das will ich einlagern. Bin noch nicht fertig? Was fehlt mir denn hier noch? Ich habe das jetzt wirklich alles durchgeguckt. Ihr seht ihr da oben die Fragezeichen. Das heißt, irgendwas fehlt uns noch. Was habe ich denn nicht auch. Ach so. Gott. Meine Güte. Na, guck mal, nehmen wir mal ein bisschen die Munition hier mit, wa? Halt mich mal. Tschüss. Au revoir. Ne, wir waren da drüben eben. Okay. Ich wollte sagen, waren wir hier nicht eben gerade? Klö, klö, klö. Schnauze da drin. Nehmen wir halt noch ein bisschen mehr zu essen mit. Wenn wir was voll haben, ist doch auch ganz gut so weit, finde ich. Haben wir. Da hinten ist. Ach, der blinkt euch. Manchmal haben die ja auch hier diese tollen Benzinpack-Kanister. Einen Platz habe ich noch. Klör, klör. Nö! Bin ich da? Wir kommen gleich erstmal, Alter. Wir sind gleich unterwegs. Sehr schön. Alter Kido, steig ein! Schnauze. So.
Oh. Tschüss. Dann einmal wenden. So. Und los geht's. Mann. Alter, guckt euch mal die Straßen da unten an. Alles voll von denen. Ja, das sind diese Zonen, die überrannt sind. Wo man definitiv nicht hin sollte. Ist unsere Abfahrt? Nein. Noch mal rüberfahren, das sind alles voll gesperrt. Ich wäre nämlich ganz kurz bei uns nochmal vorbeigefahren. Das hier? Ja, das ist unser. Aua. So. Also Lebensmittel dürften wir ja wohl jetzt erst recht haben genug, ne? So. Noch irgendwas? Nö. Kilo ist ja dabei. No can do. Warum nicht? Oh, steig ein. Go! Dun, 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 dun. Können wir den gestrandeten Flüchtlingen ja auch mal gucken, ob wir ein paar Ressourcen zusammensammeln. Ich wollte doch gerade sagen, Satelliten haben wir doch schon. Das habe ich doch, haben wir doch letztes Mal eingenommen schon. Die Abfahrt? Ne, eine weiter. Ah, Wange juckt. Beziehungsweise Bart juckt. Yeah. Oh, fuck. Okay. Geronimo! Yeah. Ja, hier ist einer dieser tollen Tunnel, die wir am besten nicht benutzen. Hallo. Wir können ja nicht auch gleich erstmal die Artillerie einnehmen, ne? Alter, das ist noch so ein Ding. Aber da kann man da eher rüberfahren. Dafür ist der da wahrscheinlich da, ne? Oh, ein gelber Norma. Ja, ja. Mit Vince treffen. Hey, Vince. Artillery site has over a dozen hostiles. None a couple of army trained badasses can't handle. Is the equipment in good shape? Let's clear some Zeds and find out. Okay. You got Zeds on your tail. Alter! Oh, wie waren wir da? Kannst du mal sowas von vergessen? Da kommt einer. We can start lighting up the Zeds anytime you want. I'll call in to establish an outpost here. Nice work, Private. Thank you, sir. Sehr schön. Jetzt helfen wir der Dame da drüben. Ist wohl doch nicht so verkorkst. Hört sich gut an. Was helfen wir mal dem Depp Esmeralda? Esmeralda, wo bist du? Oh no. I need help.
Sind schon da. That was so close. I was about to put a bullet in my head. There's been way too much of that lately. Come on. Stimmt. Aber erstmal kannst du uns ja helfen hier, ne? Alter, Materialien! Yay! So. Alter, Militärwagen. Gut, gut, gut. Can't do it. Sehr schön. Dann gehe ich noch hier hinten das letzte holen. Meine Zombie-Stimmung hier. Ich hab's gesehen, als wir den Artilleriebereich übernehmen sollten, wie viele Dings da waren. Wie viele Soldaten-Zombies da waren. Okay, eins können wir noch mitnehmen. Ich will jetzt nicht sagen, aber das ist ein Army-Zombie. Alter, ich habe gerade Probleme reinzukommen. Das kannst du voll knicken, Kollege. Nein. So. Sehr schön, haben wir alle Materialien hier rausgeholt. Gucken wir uns noch ein bisschen um, ob wir noch was finden. Sind wir am Hafen. Oh, guck mal, hier drüben ist auch noch was. Können wir mal reingehen. Wo so ein schönes radioaktives Schild drin ist. Fugmi, ja. Ich sag mal, ich weiß, wie man es richtig ausspricht, aber das habe ich mir jetzt mal verkniffen. So, hallo. Alter, was ist denn hier los hier? Hallo? Nichts. Gut. Hallo. Pff, auch nichts. Sag mal. Hallo? Ach, guck mal, das erinnert mich an unsere alte Basis. Ah, ernsthaft. Muss, hat, tut das Note, Leute. So, bringen wir erstmal das Ding hier raus. Ich glaube, ich fahre unseren Wagen erstmal gleich da rein. Das erspart diesen langen Weg hier. So Leute, ich würde mal sagen, das war's aber dann für heute. Beim nächsten Mal werden wir dieses Lagerhaus weiter ausräumen. Und ja, und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Also dann, ciao.